Und täglich grüßt das Murmeltier. Hallo Freunde, der NRW Boy 18 hier. Ich begrüße euch zum 14. Adventskalender-Türchen heute am Mittwoch, den 14.12. Und bevor wir loslegen, erst einmal hoffe ich, dass das Video gestern von der Qualität besser war. Ich habe es so hoch wie nur möglich aufgenommen. Dann habe ich einen Verdacht, als ich nämlich dann nachher das Video gerendert habe und mir das selber nochmal angeguckt habe, habe ich so einen Verdacht, was der Auslöser für den Autofokus sein könnte, nämlich das Mikrofon. Das Mikrofon hängt nämlich ziemlich nah vor der Kamera, das heißt, die Kamera fokussiert sich die ganze Zeit auf das Mikrofon und der Hintergrund ist unscharf. Das ist so meine Vermutung, deswegen habe ich jetzt den Autofokus draußen, habe das Mikrofon jetzt mal an einer ganz anderen Stelle hingemacht und hoffe, dass das somit jetzt das optimale Ergebnis ist für euch dann zum Anschauen. Aber das nächste, was ich sagen möchte, ist, tada! Wer erkennt diese Lok richtig? Es ist mein Ein und Alles. Es ist die Baureihe 218, genauer genommen die 476. Ja, und das ist eine Karte von Karlsruher Hauptbahnhof. Wie möchtest du das vorlesen? Ah, hey! Vom Karlsruher Hauptbahnhof vom 27. Ja, und diese wunderschöne Karte, die habe ich vom Sven Q45 geschickt bekommen. Und finde ich total super, super geil. Ich bin leider erst ein bisschen zu spät darauf gekommen. Ich habe die schon, glaube ich, vorgestern bekommen. Und ja, immer wieder vergessen wegen der ganzen Hektik. Jetzt habe ich mir mal ein bisschen Zeit genommen, habe sie mir extra hier auf den Haufen gelegt. Und er schreibt, hi Tom, ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und weiterhin alles Gute an die Beasley und natürlich den Jerry. Dein Sven Q45. Und als Beweis, da steht's. Dein Sven Q45. Also Sven, die bleibt jetzt hier bei mir stehen. Da. Und dann habe ich das immer bei mir. Weil es ist nämlich genau so, wie ich sie haben wollte. Das ist meine allerliebste Lieblingslackierung. Das ist die nicht mit dem Caterpillar-Motor, den es damals gab, weil der Caterpillar-Motor hatte damals versetzte Hutzen. Und sie hat hier vorne den Schneeflug. Mua! Genau so muss eine Lok aussehen. Und der Sound kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Herrlich, herrlich, herrlich. Genau das. Also Sven, ich muss sagen, top. Also fangen wir an mit dem Galileo Adventskalender. Damit haben wir ja gestern angefangen. Schauen wir mal, was es heute ist. Gestern haben wir ja was über Atome gelernt. Heute lernen wir was über Wasser und über Wasser und Verdunstung. Eieiei. Also so sieht das Ganze aus heute am 14. Und es geht um Folgendes. Das ganze Wasser im Universum besteht gleichfalls aus Molekülen. Also doch wieder Moleküle. Ursprung des Wassers. Moment, wie viele Seiten? Oh, nur eine heute. Das Wasser des Planeten Erde kam höchstwahrscheinlich durch Kometen, die aus sehr großen Eisblöcken bestehen, aus dem Weltall, sowie durch Asteroiden, zum Teil felsigen Körpern, die sich im Weltraum befinden. Es besteht auch die Annahme, dass das Wasser durch Vulkanausbrüche aus dem Inneren der Erde an die Erdoberfläche gelangt ist. Ja, Kometen und Asteroiden und Vulkane, das Bild habe ich euch ja gerade gezeigt. Der Wasserkreislauf. Der Wasserkreislauf läuft in mehreren Phasen ab. A. Wasser befindet sich durch die Hitze der Sonne, wenn es verdunstet, in einem gasförmigen Zustand. B. Ist es einmal hoch am Himmel, kühlt es sich ab und geht in einen flüssigen und festen Zustand über. C. Mit dem Niederschlag kehrt es wieder auf die Erdoberfläche zurück und der Zyklus beginnt vom Neuen. Wasser ist für lebende tierische und pflanzliche Organismen äußerst wichtig. Ob fest, flüssig oder gasförmig, Wasser besteht immer aus Molekülen. Und das Bild mit diesem Kreislauf, ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, Peter Lustig hat es auch mal relativ gut erklärt. Und ja, ist eigentlich jedem klar, wie sowas funktioniert. So, und jetzt schauen wir mal. Und zwar vorsichtiger als gestern. Gestern habe ich nämlich fast die 15 mit aufgemacht. Die nämlich sich direkt neben der 13 befindet. So, da unten ist die 14. Ah, schon wieder Moleküle. Oh, nee. Weiß. Was? Nur weiße? Wieso denn nur weiße und kein Schlauch? Wieso ist denn hier kein Schlauch drin? Ich habe keinen Schlauch, Leute. Die Stücke des... Was? Bereite die Verwendung... Die Stücke des durchsichtigen Plastikschlauchs, die du für das Vorgehende... Was? Ja, super.
Habe ich nicht mehr. Ah, und jetzt hier, okay, wir sollen die roten wieder dafür nehmen. Ah, ja, ja. Also ich zeige euch das mal. Es ist ein bisschen kompliziert. Hier, da haben wir die roten von gestern. Und hier sollen wir die Schlauchstücke, also wenn das jetzt 4 Meter lang gewesen wäre, hätte ich das ja verstehen können. Also bereite die Atome vor, entferne die einzelnen Atome aus ihrer Halterung. Die weißen Plastikkugeln mit Anschlüssen für die Bindungen sind die Wasserstoffatome. Die roten Plastikkugeln mit Anschlüssen für die Bindungen sind die Sauerstoffatome. Diese Atome hast du schon vorher verwendet. Bereite die Verbindungen vor. Die Stücke des durchsichtigen Plastikschlauchs, die du für das vorherige Experiment verwendet hast, kannst du auch zum Bauen des Wassermoleküls verwenden. Super, dann muss ich das andere aber wieder auseinandernehmen. Das möchte ich nicht. Da schaue ich mal, ob ich vielleicht unten auf der Modelleisenbahn was Äquivalentes finde, was wir hierfür benutzen können. Notfalls nehme ich einfach Schrumpfschlauch. Der ist zwar nicht transparent, aber nun ja. Füge nun, wie in der Abbildung, die Anschlüsse Vertikalen der Atome in die Schlauchstücke, welche die Bindungen darstellen, ein. Beobachte, Wasser ist eine Verbindung und besteht aus verschiedenen Atomen, einem zweiwertigen Sauerstoffatom und zwei einwertigen Wasserstoffatomen. Die Sauerstoffformel ist H2O. Man liest H2O. Ja, zweimal H, einmal O. Ist, glaube ich, jedem klar. Also wie gesagt, muss ich euch nachreichen. Weil, wie gesagt, ich habe keine Schlauchstücke mehr und ich möchte jetzt nicht die anderen auseinandernehmen. Hier sieht man es dann, wie es aussieht. Und da sieht man dann das fertige Atom. Ja, das ist ja schöner Scheiß. Ziemlich geizig sind die hier von Clementoni aus Italia. Eieiei. Ja, wie gesagt, ich guck mal unten auf der Modelleisenbahn, muss ich noch irgendwo bestimmt Schrumpfschlauch rumliegen haben, der, das ist auch Schlauch und das ist da meine Bindung. So, ich war heute bei der Firma Kramm in Hilden, wir waren wieder ein bisschen einkaufen und da habe ich mich mit dem Herrn Kramm unterhalten. Viele Grüße auch nochmal von hier aus an den Herrn Kramm, an die Frau Kramm, an meinen Sonnenschein, an den Herrn Weig und an den Herrn Poli, an den Herrn Jansen, an den Herrn Schröder und den anderen Herrn Jansen, den habe ich heute nicht gesehen. Ja, er hat tatsächlich meine Videos sich angeschaut, finde ich total super und er ist auf meine Kritik eingegangen, was die Zahlen hier angeht und möchte das jetzt im nächsten Jahr besser machen. Also wie gesagt, an dieser Stelle auch nochmal Chapeau, es ist wirklich super. Und er hat mir heute gesagt, ohne die Mütze hätte ich sie fast gar nicht erkannt. Ohne meine Bömmelmütze. Ja, wenn das so weitergeht, komme ich wieder mit der Kamera in den Laden, Herr Kramm. Dann, ne? Müssen sie wieder vor die Kamera. So, aber wir suchen jetzt die 14. Und die 14 ist hier ganz außen im Ladengeschäft. Oder am Ladengeschäft. Und es ist, meine Lieblingsschokolade. Ja, habe ich im Auge gesagt, dass hier überwiegend am Anfang jedenfalls Zartbitter drin war. Aber jetzt haben wir wieder kein Autofokus. Ja, Baby. Kein Autofokus. Aber es ist Nuss-Nougat. Beziehungsweise Nougat. Nicht Nuss-Nougat, sondern Nougat. Und da, da sterbe ich dafür. So, machen wir Nummer 1. Ja, jetzt kommt Nummer 2. Und die 14 haben wir, hier ist die 24, 18, 16, 21, 15. Soweit sind wir noch nicht. 14 hier oben. Da oben ist die 14. Auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, die Zahl. Aber da ist die 14. Und... ein Stern. Der Stern von Bethlehem. Und das Lustige ist, die Schokolade, die hier drin ist, das ist bestimmt die billigste vom billigsten, aber sie schmeckt lecker. So, jetzt langsam, bevor ich jetzt wieder das falsche Tor aufmache. Wo ist die 14? Wo ist die 14? Das ist die 1, 3... Die 14 gibt's nicht. Da ist die 4, 21, 18, 6, 13, 12, 5, 14. Da ist sie. Auf der kleinen Hütte. Ich glaube, die 14 kann man sogar sehen. Und wir haben heute... eine Kuh. Eine lila Kuh sogar. Oh, das ist ja cool. Eine lila Kuh. Aber ohne den Milka-Schriftzug. Das war mal eine Kuh. Achso, brauche ich ja noch. Oh oh. Ja. Ich habe nur noch 3% Akku.
Ich muss mal eben was holen. Ich bin sofort wieder da. So sieht das Ganze besser aus. Mit Akku. Dann geht es los mit dem Milka digitalen Kalender. So, ein bisschen Platz. Zap, zarab. Muss ich aufpassen, ich hänge ja gerade am Kabel, deswegen kann ich jetzt nicht so nahe kommen. Aber ich denke mal, das sollte ausreichen. Jo. Dann wollen wir ins Dorf. Oder in die Stadt, Entschuldigung. Und ja, wir haben einen. Da ist er. Feuerwerk. Na, noch ist nicht Silvester. Ah. Wir haben ein Haus. Und wir haben einen eislaufender Lebkuchenmann. Der eislaufende Lebkuchenmann, der kommt bestimmt auf die Eisfläche. Könnte ich mir so vorstellen. Es zieht sich nur da. Unweigerlich. So, das süße nochmal dahin stellen. Wir haben ein Haus. Genau, ein Haus. Na. Jetzt kommt der Lebkuchenmann, bin ich sehr gespannt. Ach, guck mal hier. Wir können nur ihn auf die Eisfläche stellen. Jawohl. Ah, guck mal, er ist animiert. Wie süß. Wow. Das alles? Ja, das ist wirklich alles. Ja, wir lassen ihn nochmal fahren. Juppie. Eieieiei. Naja, in diesem Sinne. Toll, jetzt haben wir einen eislaufenden Lebkuchenmann. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Einmal noch schütteln. So, jetzt muss ich gucken. Ach, scheiße. So, wollen wir mal gucken. Wie viel habe ich? 4.100. Ich habe ein Bild von der Familie Thorsten bekommen. Von Thorsten selber. wo da eine andere Summe drin steht. Die Summe möchte ich jetzt hier nicht nennen, weil ich möchte mich nicht blamieren. Aber die ist ein bisschen höher als meine. Und deswegen gilt es jetzt, ihn zu schlagen. Also Freunde, das war der Milka Adventskalender für heute. Ruhe. Ja, und das waren halt auch schon die Adventskalender für heute. Der 14. ging heute wirklich schnell. Wir haben gerade mal 14 Minuten plus das, was ich jetzt rausschneiden musste, war irgendwo bei 13 Minuten. Schockschwere Not. Ich habe heute echt auf die Tube gedrückt. Aber ja, wir haben alles. Gegrüßt seien mir, wie gesagt, alle wieder. Die Familie Thorsten, die Familie Müller, der Sven. Danke nochmal für die Karte. Und an alle anderen Helden, die ihr mir so treu seid. Wir haben es, ich habe gesagt gestern, es wird früher werden. Es ist leider wirklich, also es ist früher geworden, allerdings nicht so früh, wie ich eigentlich angeplant habe. Wir haben es jetzt 20.13 Uhr, um genau zu sein. Ich werde das Video jetzt schnell rendern, hochladen, mir zwischendurch noch was essen und dann, sofern nichts dazwischen kommt, werde ich dann mich an die Kommentare setzen und dann sind wir da, glaube ich, auch wieder morgen auf dem neuesten Stand, was das Kommentieren angeht. Und dann schauen wir mal, was es dann morgen alles Neues zu entdecken gibt. Morgen übrigens gehe ich natürlich auch wieder arbeiten, bekomme Besuch von Thorsten, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und das werde ich versuchen, so ein bisschen schon mal eine Androhung, Thorsten, in einem kleinen Video festzuhalten. Das wird dann morgen dann nachgereicht, nämlich in dem Adventskalender. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen als schönen Abend noch. Ich hoffe, wir sehen uns morgen alle wieder zum nächsten Adventskalender natürlich, nämlich das 15. Und dann geht's weiter. Also, macht es gut, bis morgen, NRW 18, adieu.